Jetzt machen wir die PSN-Fotzen weg. Der ist drin. Langsam, ich bin nicht mal losgefahren, ne? Ich hab mich nicht einen Meter bewegt, nachdem du gesagt hast, der ist drin. Ja, er hat ja auch recht. Was macht der Typ da? Set me up like dynamite, trying around my waist. Aus irgendeinem Grund hat Rise Against ultra geile Intros immer. Das stimmt. Auch wenn man den Song dahinter dann manchmal nicht ganz so geil findet, aber die Intros können's halt. Ich weiß, der Refrain ist ziemlich langsam. Trollender, oder? Der Song, also der Song, der hat einen ziemlich langsamen Refrain, aber ja, ich komme gerade nicht drauf. Ja, wie war denn der erste? Was Song? Was? Den du gerade hörst. Er ist mir jetzt weggestoßen. Ich kann gerade nicht gucken, ich muss mich konzentrieren. Ich weiß, der hat einen ziemlich langsamen Refrain. Oh, Shot of Skull? Sven, wo warst du da? Nee, ich will Pitch vorlegen. Nein! Hat nicht ganz funktioniert. Egal, ich war boosted genug, dass ich ihn gebaitet habe. So, Hitch, jetzt aber. Ich kann die Bälle absolut nicht gerade ausspielen, ne? Ich bin so geboostet. Oh, ich glaube, der Song heißt I don't wanna be here anymore. Den Eindruck habe ich jedenfalls. Das singt nämlich gerade zum dritten weiter. Ja? Ja. Machen wir erstmal gleich die Rocket League Musik an. Die ist so gut. Wenn ich Rocket League spiele, habe ich so leise das Game. Ich habe Musik, glaube ich, gemutet. Ich habe die leise im Hintergrund. Nee, beim Spielen gibt's glaube ich keine Musik. Echt? Sven? Schon. Dein Job? Ja, easy geklärt. Doch, Lautstärke Musik. Aber nicht während du spielst, warum auch immer. Ich weiß, der eine Song aus Fireworks, also der aus dem Hopplied, der Song, der kam immer in der Spotify-Playlist vor, in meiner nächsten Woche. Gibt ein ganze Playlist, wo alle Lieder drin sind. Echt? Warte, es gibt eine Playlist, in der alle Lieder drin sind. Oh. Ja, oh. Spotify. Der Boost-Tipp. Ah, da bin ich dran gekommen. Wurde ich geblockt. Sind wir hier beim Volleyball? Scheiße. Fuck, zu schnell. Ah, ich fahre jetzt mal nach hinten und reorganisiere mich dann. Hab ich? Gerne. Oh Gott! Mach ich? Was genau war's damals? Also ich dachte gerade, ich habe einen Clearball bekommen dafür, so was. Wir müssen jetzt halten, wir spielen gerade nur zu zweit. Ja. Inspect the knife. Nur Hitch muss sich ab und zu mal bewegen, dass er nicht rausfliegt. Scheiße! Ich wollte mich gerade bewegen. Ja, dann kann ich den eben auch mit Ansage wieder verbinden. Echt? Wie das halt dabei, gerade in dem Moment sagst du. Du kannst mittlerweile reconnecten, Leute. Kann du reconnecten? Ja, wann geht das denn? Das ging jedenfalls noch nicht im März. Wie die sich alle outplayen. Fuck. Okay. Einen konnte ich auch noch halten, aber. Ganz chillig. Wobei ich nicht weiß, wie ich da an den Ball gekommen bin. Ich auch nicht. Wir müssen mal. Jetzt, du hast doch 0 Punkte. Ich bin, ja. Ja, jetzt sagt er mir, ich soll overpayen, ja, von wegen, ey. Ja, du hast doch bestimmt vorher schon Punkte, oder? Was? Du hast doch bestimmt vorher schon Punkte vor dir. Übrigens, Sven, ja. Aus irgendeinem Grund hat sich das Lied verändert. Das mit dem Set Me Off Like Dynamite, Strap Tight Around My Waist ist Worth Dying vor. Ja. Das habe ich irgendwie gerade gewundert. Easy. Das Tor. Hauptsache ich krieg einen Assist. Wie? Oh ja.
Oh, komm, 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 komm! Okay. Oh, das war aber auch close schon wieder. Er ist wieder mittig. Jawohl. Ich dachte, der springt wieder raus. Oh, ich krieg wieder Playmaker, wenn wir das gewinnen. Ja. Ah, ich hielt es mir auch wieder irgendein Award. She hit the slow, she hit the flow, next thing you know, Shotty got low, low, low. Das hat nicht Sound. Tipp, 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 tipp. Ja, der will mir gerade den Trick andrehen, dass er mir das Knife zu meinem Freund trade. Ja, den ich in Real Life kenne, dann wechselt er den Namen und dann holt er sich das Knife wieder oder fucking Scammer. Hm. Deswegen, muss schauen, ne? Deswegen muss ich ihn gerade aufs Übelste beschimpfen. Was ist sofort ist er offline. Erwischt. Ja, er hat sich jetzt offline gestellt, kickt dich aus deiner FL und macht weiter. Ja. Aber ich verstehe nicht, welche Leute fallen da noch drauf rein? Ich meine, damals, als Counter-Strike so ein Beat gehalten hat, kann ich das noch verstehen, aber jetzt dann nicht mehr. Noise. Und ja, er hat Playmaker und Striker. Slowpoke. Freunde. Taktiken. Taktisch. Ich feier dich immer wieder, Sven. Deine Aussprache ist halt schon so on point. Das ist einfach. Taktisch. Er hat mich aus meiner Freundesliste gekickt. Ja, klar. Er muss ja jetzt weiter scammen und da kann er sich das nicht leisten. Tja. Muss sie einfach mal wieder enden. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Aber machen. Ist das lukrativ, dass Leute dich anschreiben, die diese Mühe machen, diese scheiß Lüge aufzutischen, dann versuchen die doch zu. Irgendwie zu. Ist das wert? Weil die Leute, die ein krasses Knife haben oder so krasse Inventars, die wissen, was Scammer sind. Oder nicht? Mhm. Ja, im Prinzip musst du dir halt irgendwie so ein Silber-Noob vorknöpfen, so ein Russenkind. Ich hab doch meistens nicht so ein krasses Inventar. Ja, der muss ja nur einmal reingedackt haben, hat einen Case aufgemacht, hat ein geiles Ding rausgezogen. Und dann reicht ja.